Vater, hör mal, wenn du angekommen bist, bummle nicht erst lange in der Stadt herum. Frage gleich nach dem Lazarett Nummer so und so. Hast du verstanden? Frag den ersten Besten, der dir über den Weg läuft. Brauchst dich nicht zu schämen. Es ist keine Schande zu fragen. Ja, ja. Lass doch den Wein. Du kommst sonst noch zu spät, Vater. Wenn du jetzt nicht kommst, fährt das Auto ohne dich. Na, endlich. Und sei unterwegs ja vorsichtig. Hörst du, Georgi? Hier, nimm. Wenn dich mal ein Regenguss erwischt, pass auf, dass du dich nicht erkältest. Und bewahr das Geld lieber an verschiedenen Stellen auf. Und knöpf die Taschen gut zu. Danke. Und es kommt schon, schon gut wieder. Grüß dein Jungen, Georgi. Danke. Gute Reise. Georgi, vielleicht triffst du irgendwo meinen Jungen. Ich habe schon so lange keine Nachricht mehr von ihm. Onkel Georgi, sieh doch dazu, ob du nicht doch was über Micha erfährst. Im Lazarett? Kommst du mir nach vorne? Ja, das ist also ein Riese in deiner Hause. Los, helft ihm auf! Also, Georgi, du hast eine kleine Weltreise vor dir. Halt die Ohren steif. Jawohl. Ja, denke daran. Ja, ja. Onkel Georgi, ich bitte dich, wenn du irgendetwas über meinen Micha erfahren solltest, vielleicht ist es doch nicht wahr. Wenn du meinen Jungen siehst, dass er mir nur gleich schreibt. Du? Georgi, du triffst ja jetzt viele Soldaten. Frag sie doch mal, wann sie endlich die Faschisten rausjagen. Wir kämpfen ja schon ein Jahr gegen sie. Georgi, die Front ist ziemlich nah in der Gegend da. Wenn Bomben abgeworfen werden, lauf in einen Graben oder in einen Keller. Bleib liegen und rühr dich nicht. Mal nicht den Teufel an die Wand. Was redest du für Unsinn? Bomben werden doch da nicht fallen. Tu alles, was du kannst. Vielleicht entlassen sie den Jungen wenigstens für kurze Zeit nach Hause. Sprich mit dem Doktor. Bitte ihn darum. Vor einem halben Jahr ist der Junge verwundet worden. Und jetzt schon wieder. Das ist doch nun wirklich genug. Du Bobo, Lazarett. Was murmelst du denn da? Betest du? 120. Na und? Wenn dir so ums Herz ist, Georgi, dann bete ruhig. Warum sagst du denn nichts, Vater? Sag wenigstens ein Wort, bevor du fährst. Was soll ich denn sagen? Hä? Ich fahre und damit basta. Der Motor springt nicht an. Schieb mal ein Stück. Ja, wollen wir mal ansehen. Nicht da. Ist ja gut. Mach alles so, wie es geht. Komm, wir sind wieder. Wo ist unser Junge? Mitteilung des sowjetischen Informationsbüros. Im Laufe des 11. September führten unsere Truppen hartnäckige Kämpfe in folgenden Frontabschnitten. Westlich und südwestlich von Stalingrad, im Gebiet von Mostok, sowie am Wolchow-Abschnitt in der Nähe von Sinjavino. Nach erbitterten Kämpfen, die mehrere Tage dauerten, haben unsere Truppen die Stadt Noworossijsk aufgegeben.
lass das Wasser, du sollst nicht so schwer tragen. Ich hab doch gesagt, ich helfe dir. Ach, sind nicht so schwer. Das ist nichts für Frauen. Mit nach Dubovo, hä? Na, was ist? Kein Platz mehr, siehst du doch. Wie weit bist du, Wassili Dimitritsch? Dauert's noch lange? Gleich. Na los, Alter, steig auf. Damit du Bescheid weißt, ein Passagier bis Dubovo. Aber Gepäck ist da nicht mit drin, das wird extra bezahlt. Schon gut. Ein Pferd ist nun mal kein Dampfer. Das merkt, wenn einer mehr drauf ist. Na, was ist? Bist du endlich fertig? Schon lange. Dann lichtet die Anker. Maschine volle Kraft voraus. Hier! Hier! Wo sind die Blumen? Gib der Claim was zu trinken. Es ist zu heiß. Das Korn ist längst reif. Was meinst du, was wir in diesem Jahr für gute Kartoffeln hatten? Aber dann fiel eine Bombe in unseren Garten? Da haben wir sie stückweise aufgesammelt. Rutsch doch mal ein bisschen, Großvater. Machst dich ganz schön breit. Deswegen brauchst du ihn doch nicht so anzuschreien. Der Platz reicht doch für alle. Richtig, Wassili Dmitritsch. Man darf den Weibern nicht so viel durchgehen lassen. Seht doch mal an, wie er sich breit macht. Du schleppst ja eine Menge mit dir rum. Du scheinst ja nicht gerade arm zu sein. Komm, versuch ein bisschen zu schlafen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Lehn dich an. Danke. Hast einen mächtigen Schritt am Leibe. Sag mal, warum bist du nicht bei der Armee, hä? Was soll ich denn da bei der Armee? Deine Sache ist es zu kämpfen, in deinem Alter. Hör mal, hm? Wie ist das? Hast du nicht ein bisschen was zu rauchen da? Hm? Hab ich. Hier, halt mal. Vorsichtig. Hm? Da. Hm, der riecht ja wunderbar. Na, der wird schmecken. Verkauf ihn mir. Ich gebe dir noch was. Ohne Geld. Hier. Sei nicht so geizig, hast doch den ganzen Beutel voll. Na, gib schon. Hab ich meinem Sohn mitgebracht. Er ist in Dubovo. Liegt im Lazarett. Er ist wohl verwundet. Hä? Verwundet. Ja. An der Schulter. Er ist bei den Panzern. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Na, weißt du, Großvater, was ist denn das für ein Tabak? Wieso? Er ist gar nicht stark, er schmeckt ganz gut, aber... Er ist auch gut. Nimm ihn zurück. Nein, behalt ihn ruhig, ich hab genug. Nein, nein, nimm ihn wieder. Bevor er Machorka geraucht hat, bringt er einen zum Husten. Gib her. Ja, ja. Hier. Hier, das ist das Lazarett. Ja? Na, kommt, wir helfen Ihnen. Ach, schleppt euch doch nicht damit, das hätte ich mir schon geholt. Haben wir doch gern gemacht.
Ich alles danke. Gute für Sie. Und dass Dankeschön. Ihr Sohn bald gesund wird. Auf Wiedersehen, Großvater. Auf Wiedersehen. Alles danke. Also, na, auf Wiedersehen. Wasil Dmitritsch. Mach's gut. Stimmt ja. Wie viel bekommst du? Hä? Schon gut, Großvater. Bleib gesund. Hier! Viel Glück! Registratur. Ich. Gleich. Der Chirurg operiert. Zu Befehl. In Ordnung. Zu wem wollen Sie? Ich. Schwester, warum machen Sie nicht zu? Menschen gibt's. Ich will zu meinem Sohn. Er ist hier. Auf welcher Station? Wie? Auf welcher Station er liegt. Das weißt du nicht. Ohne Namen und Vornamen? Maharashvili. Gott, er hat sie. Ja. Er ist so ein großer, ein den hübscher Namen, Kerl. Familiennamen. Maharashvili. Gott, er hat sie. Schon gut. Na also. Maharashvili. Gott, er hat sie. Ja, ja, ich weiß. Maharashvili. Maharashvili. Da, da ist er. Hä? Maharashvili. Ich hab's ja gewusst. Du bist ein guter Junge. Aber er ist ja entlassen worden. Nein, er ist nicht mehr da. Was? Er ist wieder gesund. Wie? Er ist nicht da. Was heißt das? Nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Na hör mal. Eben war er doch noch da. Und auf einmal soll er nicht mehr hier sein? Was? Der Name ist da, aber er selbst nicht. Warum nicht? Er ist gesund, entlassen, weggefahren, mit dem Zug. Wohin ist er gefahren? Zu seiner Einheit. Hä? Na, zu seiner Einheit. Wieso denn? Das verstehe ich nicht. Und ich verstehe nicht, warum Sie das nicht begreifen. Er ist als Gehalt entlassen und zu seiner Einheit zurückgefahren. Zeig mal. Wieso? Glauben Sie mir etwa nicht? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich glaube dir. Aber ich möchte selbst sehen. Nun, zeig mal. Das ist... Da, am 16. dieses Monats entlassen. Gib mal her. Moment mal, was wollen Sie denn mit dem Buch? Keine Angst, ich nehme es damit weg. Na, haben Sie sich überzeugt? Na, habe ich recht? Ja. Es stimmt, er ist weg. Nicht mehr da. Habe ich doch gleich gesagt, als wenn ich lüge. Menschen gibt es. Na, nichts, Opa. Freuen Sie sich doch, dass wir Ihren Sohn wieder zusammengepflegt haben. Dass er wieder gesund ist. Sie sollten sich beeilen, sonst kommen Sie zu spät zum Zug und können erst morgen fahren. Halt, Opa, wo wollen Sie hin? Was ist denn? Was willst du? Da ist der Ausgang, da drüben. Wenn du wüsstest, was für eine Reise ich hinter mir habe, hättest du das nicht gesagt. Wieso? Was habe ich denn gesagt? Nur, was du denn? Gesagt hast. Ich habe nur gesagt, dass Ihr Sohn entlassen wurde, weil er gesund ist. Na, hör mal, glaubst du, mein Sohn hat mich in seinem Brief belogen? Das weiß ich nicht. Halt mal. Wieso? Hier steht es geschrieben. Er schreibt, dass er ist hier ist ja rosinisch, das kann ich nicht lesen. Wenn du es nicht lesen also kannst, los, jetzt kommen Sie. Mein Sohn würde mich nie belügen. Hier dürfen Sie nicht hinauf, das lass ist mich, mein Lieber. Ich gehe zu ihm hin. Habe ich gesagt. Nein. Das gibt's nicht. Was? Hier geblieben. Was fällt dir ein? Ich bin verrückt geworden. Wie sprichst du mit mir? Dürfen Sie nicht hinein. Warum nicht? Psst, da geht's zum Operationssaal. Nun, das ist doch... Da darf man nur mit dem weißen Kittel rein. Hier, mit dem Kittel. Gibt's nicht. Dann nicht, dann gehe ich eben ohne. Wir können vom Glück sagen, dass uns noch keiner gesehen hat. Kommen Sie, weg von hier. Warte, mein Lieber. Kommen Sie endlich. Moment, einen Moment noch warte. Worauf? Zuerst spreche ich. Seien Sie vernünftig und kommen Sie. Zuerst spreche ich und dann du. Also sprechen Sie. Ich. Ja. Also, pass auf. Halt! Geht nicht, was machen Sie denn? Ich weiß schon, was ich tue. Nicht so laut. Psst, sehen Sie denn nicht? Was ist hier los? Genosse Doktor, ich...
Genosse Oberarzt, es ist wirklich nicht meine Schuld. Er ist einfach reingelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass es verboten ist, aber er hört ja nicht auf mich. Ich habe ihm gesagt, sein Sohn ist nicht hier. Er ist entlassen, aber er glaubt mir Augenblick. Nicht. Warum glauben Sie ihm nicht? Warum? Das möchte ich auch wissen. Naja, Genosse Doktor, wenn Sie wüssten, wie weit und wie lange ich gefahren bin. Ja, viele Tage. Zuerst mit der Eisenbahn. Ich bin gefahren und gefahren und gefahren. Und dann mit dem Auto. Stundenlang. Und dann weiter mit einem Pferdewagen. Ja. Und er sagt mir einfach, dass mein Sohn nicht hier ist. Weil er am 16. des Monats entlassen wurde. Jetzt rede ich. Naja, so ist das. Und nun, wenn sie mich fragt, meine Frau, und wenn die anderen im Dorf fragen, hast du ihn gesehen, deinen Goterzi? Ja? Und ich... Hm? Genosse Oberarzt. Ein neuer Transport. Was ist mit dem Hauptmann? Geht's ihm besser? Leider nicht. Er verlangt wieder Morphium. Ich komme. Was ist denn nun? Zeigen Sie ihm das Zimmer, in dem sein Sohn gelegen hat. Aber den Kittel nicht vergessen. Zu Befehl. Ja, das ist er. Wie sein Vater. Goderzi. Nur sein Schnurrbart ist jetzt ein bisschen größer. Ja. Wie er lebt und lebt. Sein Panzer ist auch mit drauf. Nummer 416. Stimmt. Nummer 416. Hatte er uns ja auch geschrieben. Tja. Eins möchte ich noch wissen. Wo hat er hier gelegen? Da, das ist das hier. Bett. Hier. Da? Na also. Nun wirst du ja auch bald gesund, mein Junge. Das ist ein Bett, das Glück fremd. Das hatten wir ihm auch schon gesagt. Uns haben sie auch wieder auf die Beine gebracht. Und dein Goderzi erst, der war so munter, dass ihm die Tanzfläche drüben in unserem Clubhaus nicht mehr groß genug war. Er hat gut getanzt. Ja, aber ja, na klar, wie ein Vogel. Weißt du was, Vater? Du kannst deinen Goderzi trotzdem wiedersehen. Seine Einheit liegt in Demidovo. Ja? Ja, als seine Jungs ihn neulich mal besuchten, haben sie gesagt, dass sein Panzer schon Sehnsucht nach ihm hätte. Er möchte recht bald kommen. Ist es denn weit weg? Dieses Demidovo, meine ich. Das liegt hier ganz in der Nähe, ist nicht weit weg. Auf den Bahnhof sagen Sie dir, wo es liegt. Na ja, kannst du es mir sagen? Wer sagt es mir dann? Der Kommandant. Der hilft dir bestimmt. Ja. Mir mit diesen Kommandanten auf. Die sind alle... Nein, 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 nein. Ich kenne diese Kommandanten. Die haben so viel um die Ohren. Besser. Der schickt dich nicht weg, wenn er auf der Suche hat. Lauf mir. Was meinst du? Er gibt dir bestimmt die Erlaubnis. Na. Ja, das ist doch das. Natürlich. Wenn du ihm alles erzählst, dann wird er es bestimmt einsehen. Die Frage einfach neu. Was soll das? Was ist bei dir? Das ist auch gar nicht gesagt. Du kriegst an der Garantie die Erlaubnis. Aber... Zeig ihm das Foto, Vater. Und die Sache geht in Ordnung. Gute Idee. Wo siehst du? Na gut, dann versuche ich mein Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Werdet bald gesund. Vielen Dank und alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Vater. Auf Wiedersehen. Und schönen Dank. Gott hat Sie von uns. Ich fahre nach dem Wiederhof. Danke. Moment. Das hier schickt euch mein Sohn als Geschenk. Naja, aber das ist doch wirklich so schön. Pasukevi, Süßigkeiten. Na, was sagst du da? Eins im Nackspiel. Aber jetzt muss ich los. Werde schnell wieder gesund, mein Junge. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Bist ein tapferer Bursche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Besserung. Schönen Dank. Dank, Dank. Wiedersehen. Das ist weit!
Möchtest du auch eine? Rauch eine mit! Nein, nein. Was willst du denn hier in diesem Nest? Hä? Wozu du hergekommen bist? Hast wohl nichts zu tun, hä? Willst du nicht auch eine? Ich rauche nicht, mein Lieber. Ich rauche nicht. Schade. Man sollte im Leben auf kein Vergnügen verzichten. Warum bist du also hier? Mein Sohn war hier. Im Lazarett. Mhm. Er war verwundet. Ich wollte ihn besuchen. Und jetzt sagen sie mir, er ist wieder gesund, entlassen und ist wieder an die Front zurückgefahren. Ja. Ich habe nicht gesehen. Bin zu spät gekommen. Hast kein Glück gehabt. Ja. An der Front ist alles Glückssache. Wir hatten auch einen Cousin hier dabei. Bei den Panzern? Nein. Den ganzen Tag über hat er gesungen. War ein lustiger Bursche. Als wir Melitopol stürmten, da brach die reinste Hölle los. Minen explodierten. Wir wühlten uns in die Erde ein. Da ging eine Mine hoch, krach, und aus war's. Wie hieß er denn? Ja? Wer? Der Cousin hier? Ja. Wie er hieß. An der Front haben alle nur einen Namen. Guten Tag, Soldat. Leb wohl, Soldat. Entschuldige, dass ich so viel schwatze, Vater. Aber ich konnte nach meiner Lähmung lange Zeit nicht sprechen. Ich komme gerade aus dem Lazarett und da... Wo war das? Hier? Nein, ganz woanders. Weit weg. Hast du im Lazarett nicht erfahren, wo dein Sohn ist? Zu welcher Einheit man ihn geschickt hat? Nicht erfahren, du bist gut. Glaubst du, ich wäre da weggegangen, ohne das zu wissen? Er ist hier ganz in der Nähe, in... Na, wie heißt das gleiche? In der... Demidowo. Demidowo, oh, so ist das. Das ist doch bloß ein Katzensprung von ja, dir. Ja, das weiß ich. Anderthalb Stunden mit jedem Zug, der in die Richtung hab fährt. Hab ich ihm ja gesagt, mein Sohn ist ganz in der Nähe, ich will ihn sehen, lass mich hin. Aber nein... Da verstehe ich nicht, warum du hier herumsitzt. Warum ich hier herumsitze? Das will ich dir sagen, warum. Weil ich zum Stationschef gegangen bin. Ich bitte ihn, lass mich weiterfahren. Aber nein, nein, nein. Gestern war ich da. Den ganzen Tag habe ich auf und eingeredet. Aber alle Mühe war umsonst. Lass mich weiterfahren, habe ich gesagt. Ich habe eine Erlaubnis. Da, bitte, da steht's doch drauf. Aber nein, nein. Dein Schein gilt nur bis hierher. Dahin darfst du nicht. Nur noch zurück. Also fahr wieder nach Hause. Nach Grosinien. So weißt du was? Pfeif auf das Stück Papier. Pass mal auf. Wenn der Zug jetzt hält, steigst du einfach ein und bist in anderthalb Stunden in dem Midor. Was? Ja? Na, hör mal. Ja. Nein, nein. Schade. Überleg's dir. Nein. Na, was ist denn nun? Hä? Ob du mitkommen willst? Nein, das geht nicht. Ach du, ich muss mich beeilen. Die Jungs warten auf mich. Mach's gut. Was machst du denn hier? Ich? Ich gehe hier spazieren. Dumme Frage. Du gehst doch hier auch spazieren, oder nicht? Ach du! Will ich gar nichts an. Riesenschnabel. Nach dem Midowo! Geht nicht! Na! Ich habe keine Erlaubnis! Ach, fängst du schon wieder an? Pfeif doch drauf! Nein! Warum denn nicht? Hier. Da! Sie geht nur bis hierher. Na und? Los, komm rauf, ehe dich jemand sieht! Mach schon! Schnell, beeil dich! Na! Na. Reise für mein Leben, Gerd. Darf ich mich vorstellen? Arkadi Aschoff. Makarashvili. Georgi.
Wunderbar. Warum glaubst du mir denn nicht? Ich bin genauso Soldat wie du. Ich bringe ihn dahin, wo er hingehört. Ach du, sei nicht so albern. Nimm wenigstens das Gewehr runter. Hör jetzt endlich auf! Tut, als hätte er einen Agenten gefangen. Wenn ich nicht so ein Kinderfreund wäre, hätte ich dir schon längst die Hucke voll gehauen. Das versuch mal, du! Los, nimm uns nicht so voll! Hilling! Väterchen! Väterchen! Los, steh auf! Es ist alles vorbei, wir müssen weiter. Aha. Komm, ich helfe dir. Was ist hier los? Dieser Mann ist in unserer Stellung mit ungültigen Papieren festgenommen worden. Ihr Propos gilt nur bis Dubovo. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich bin gefahren und gefahren. Mit dem Zug. Vater. Mit dem Auto. Warte doch mal. Darf ich melden? Genosse Oberst, er wollte zu seinem Sohn. Der lag im Lazarett. Aber er war schon zu seiner Einheit entlassen. Die liegt in Demidovo. Da wollte er hin. Jetzt ist für Besuche nicht die Zeit, Alter. Das Beste ist, wenn Sie wieder nach Hause fahren. Genosse Oberst. In Demidovo sind schon die Deutschen, Vater. Aber fahren Sie wieder nach Hause und warten Sie dort auf Ihren Sohn. Aber Genosse Oberst, das ist doch... Genosse Nazarov! Lassen Sie den Alten übernachten. Morgen früh bringen Sie ihn mit einem Wagen nach Dubovo zurück. Zu Befehl! Also Nazarov heißt du. Und wie ist dein Vorname? Nikolai. Nikolai. Na also, Kolja, dann wollen wir mal den Befehl des Obersten ausführen. Kommt. Na also. Komm, Vater. Gib her. Na los. Komm. Komm. Darauf brauchen wir erst meine. Hier. Feuer. Komm! Ja, und was, Herr Kanapljow? Wasja ist bei Galatsch gefallen. Bei einem Bombenangriff. Und was ist mit meinem Landsmann Petro? Petro? Petro ist schon lange nicht mehr bei uns. Er hat uns von zu Hause einen Brief geschrieben. Er hat ein Töchterchen so bekommen. Tja, er führt wieder das Leben eines Zivilisten. Hat seine Arbeit, seine Familie und schläft sie so nach und nach aus. So haben wir früher auch gelebt. Und nichts Besonderes daran gefunden. Im Lazarett haben sie ihm den linken Arm amputiert. Oh. Na, Hauptsache er lebt. Und was ist mit Sergeant Karabinikow? Ivan Ivanitsch ist nicht mehr. Wie ist denn das passiert? Erst war er nur verwundet. Anuschka wollte ihn zurückschleppen, da wurden beide von einer Mine zerrissen. Sie war wirklich ein tapferes Mädel. Wo warst du so lange, Borja? Ich war nur... Geh jetzt schlafen. Oh mein Gott. Wenn du mir doch nur sagen würdest, ob wir hier bleiben sollen oder weggehen. Solange es noch nicht zu spät ist. Geh ja schon.
Hätte ich nur nicht auf dich gehört. Ich habe doch gesagt, ich will nicht, ich will nicht. Aber du, fahr hin, fahr hin, fahr hin. Was habe ich davon, was mache ich nur? Wohin soll ich jetzt? Weißt du's? Hm? War eben verkehrt. Was ist hier? Hier schießt sogar eine Frau. Ein kleiner Junge. Alle schießen sie hier. Und wo ist er, mein Junge? Nicht hier. Mit seinem Panzer ganz vorn an der Front. Und was mache ich jetzt? Da hinfahren? Vielleicht auch ganz nach vorn an die Front? Ja, das ist schon was. Hinlegen! Hinlegen!
Was fällt dir ein, Vater? Leg dich hin, du bist voll verrückt! Hinlegen, hab ich gesagt! Was ist mit dir? Ich werde nicht denken. Lauf, Vater, zurück! Junge! Du lauf doch endlich! Na, das ist schon was. Vater! Arkadi! Was ist denn, mein Junge? Lauf weg! Ihr Hund, ich helfe dir ein! Komm, lass mich hier fest! Lass. Wasser. Warte. Wasser. Bitte, Vater. Warte. Wasser. Warte. Ein bisschen. Mein armer Junge. Hab keine Angst. Vater. Ich bin ja da. Ich helfe Vater. Dir. Wasser. Und jetzt? Wasser. Ich hole dir Wasser, mein Junge. Wasser, damit Vater. Dir gleich besser, warte. Alles wird gut. Ich trage dich zurück. Ich lasse dich nicht lange allein. Wasser. Vassiljevs Regiment sind nur noch 645 Mann übrig geblieben. Wir müssten ihnen zwei Panzerabwehrbatterien geben. Woher soll ich sie nehmen? Und wenn wir sie hier abziehen? In Petrovs Abschnitt können die Panzer aber am leichtesten angreifen. Bei Vassiljev ist die linke Flanke wenigstens durch diese Schlucht geschützt. Da können Panzer nicht durch. Sieben, sprechen Sie. Sprechen Sie. Er hat's abgelehnt, Jungs. Nichts zu machen. Genosse Leutnant. Der Alte ist schon so lange bei uns. Verstehe ich ja. Er ist die ganze Zeit mitmarschiert und ist kein schlechterer Soldat als wir alle. Genosse Leutnant, versuchen Sie es doch nochmal. Hat er wirklich nicht verdient. Helfen Sie ihm doch. Los, jetzt hört auf damit. Das können Sie dem Oberst melden. Glauben Sie ja nicht, dass er schon so alt ist, um zu kämpfen. Wenn Sie wüssten, wie zäh Marat ist. Haben Sie doch ein Einsehen. Das habe ich selber mit erlebt. Reden Sie doch noch mal mit dem Oberst. Sagen Genosse Sie. Leutnant. Ja, das ist wahr.
Also gut, wartet hier. Versuchen Sie es nochmal. Geht in Ordnung. Sieben. Sprechen Sie. Genosse Leutner, ich habe Ihnen doch gesagt... Warum handelt es sich? Eine Bagatelle, nur Zeitverschwendung. Sieben. Trotzdem. Seit ein paar Tagen haben wir einen alten Grosinier bei Sieben. Uns. Sieben. Er will unbedingt zu meiner Einheit Sieben. Gehören. Sieben. Sprechen Sie. Ich habe versucht, es ihm zu erklären. Aber er will es nicht einsehen. Er ist starkköpfig wie ein... Wo ist er denn? Draußen, Genosse Sieben. General. Seit drei Tagen möchte Sieben. Er Sie sprechen. Rufen Sie ihn, soll er kommen. Zu Befehl. Sieben. Kommen Sie. Sprechen Sie. Verstanden. Ich danke. Ende. 29. Sprechen Sie. Verstanden. Warum sehen Sie uns denn so böse an, Vater? Weil ich endlich mal ein vernünftiges Wort hören möchte, nach drei Tagen. Aber hier, hier höre ich immer nur dasselbe. Du bist zu alt. Es ist zu schwer für dich als Soldat. Na und? Haben die Jungs es vielleicht nicht schwer? Und da, das Mädchen, hat sie es leicht? Warum darf sie mitkämpfen? 21. Warum hat man es ihr erlaubt? Warum? 12. Und ich? Ich soll nicht? Warum, frage ich? Sagen Sie es mir, Genosse General. Wie alt sind Sie denn? Was hat das damit zu tun, wie alt ich bin? Mein Vater. 115 Jahre ist er alt geworden. Ja, und er war immer ein ganzer Kerl. Warum wollen Sie denn nicht begreifen? Ich habe es Ihnen doch erklärt. Und wenn Sie nun in Gefangenschaft kommen? Die Faschisten würden in alle Welt hinaus posaunen, dass die Bolschewiki schon Greise in die Armee aufnehmen. Und das ist eine politische Frage. Warum reden Sie denn die ganze Zeit von Gefangenschaft? Gefangenschaft, Gefangenschaft. Warum? Wer will denn in Gefangenschaft? Ich jedenfalls nicht. Sie vielleicht, Genosse Oberst? Ich glaube, Sie stellen sich das alles zu einfach vor, Vater. Es ist schwer, Soldat zu sein. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Schön, dann ringen wir eben. Wenn es einem von euch gelingt, mich zu besiegen, dann habt ihr recht. Dann sage ich nicht ein einziges Wort mehr und fahre auf der Stelle nach Hause. Da geht ja ran. Was gibt's denn da zu lachen? Ich habe gesagt, wir wollen ringen. Na los, wir können es ja mal probieren. Sie erlauben doch, Genosse General. Das ist noch ein Junge, an dem vergreife ich mich nicht. Vielleicht nimmst du das mit mir auf. Ja, du bist richtig. Also los. Na komm! Schon gut. Ha? Sie brauchen nicht zu ringen, Vater. Ich glaube Ihnen auch so, dass Sie ein tapferer Mann sind. Und Kraft scheinen Sie auch zu haben. Sie haben mich überzeugt. Sie können bei uns bleiben. Ich wünsche Ihnen Soldatenglück. Ich brauche Holz. Und jetzt hol mir noch Wasser. Weibervolk.
Ashvili? Tag. Wohin? Nach Ashvili! Was willst du hier? Was habe ich denn bis jetzt gemacht? Warum hast du deinen Posten verlassen? Was ist denn das für ein Posten? Dieses Rumkommandieren. Hol Wasser. Mach schnell. Hol mir Holz. Los, los. Ist das was für einen Soldaten? Sag selbst, wozu bin ich denn hergekommen? Um zu waschen oder um zu kämpfen? Nach Haraschwili! Sie haben die Disziplin verletzt. Sie gehen sofort auf Ihren Posten zurück, verstanden? Wer kämpfen will, muss auch das können. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, keinen, der mir beibringen muss, wie man kämpft. Mein Vater hat gekämpft. Sein Vater hat gekämpft. Und seiner, und seiner, seiner, seiner. Und sein Vater hat auch gekämpft. Na, wart's doch ab. Du wirst auch noch an einem Gefecht teilnehmen, wirst schon sehen. Ach was, du brauchst mir doch nichts zu erzählen, Genosse. Kommandeur, ich weiß selbst, wie man kämpft und worauf es dabei ankommt. Wenn es vorwärts geht, eins, zwei, und Gewehr zurück. Eins, zwei, und wieder vorwärts. Eins, zwei. Achtung, Achtung. Bereitschaft, Bereitschaft. Leuchtkugel, Leuchtkugel. Sturmangriff, Sturmangriff. Schreist du so? Siehst du nicht, dass wir schlafen? So eine Schönheit wie du hat uns hier gerade noch gefehlt. Verschwinde. Was gibt's hier? Was ist los bei Ihnen, Genosse Sergeant? Ich habe Befehl, Ihnen ein Silvesteressen zu bringen und ein paar Künstler. Hier sind sie. Mach nicht so einen Wirbel, deswegen steht doch keiner auf. Die Jungs sind alle fix und fertig von den letzten drei Tagen. Und was ist mit der Silvesterfeier? Ich habe hier Wein drin und Geschenke. Bitte, Genosse Sergeant, ja? Nein, mein Kind. Damit müssen wir noch warten. Naja. Sie sind also die Künstler? Ja, die Konzertbrigade der Division. Ich verstehe das überhaupt nicht. Man hat uns extra hierher geschickt, damit wir ein Konzert für sie geben, weil sie eine vorbildliche Einheit sind. Und nun? Ein Konzert. Das wäre schön. Hat man uns schon lange versprochen. Na eben. Aber morgen früh müssen wir vor dem 3. Bataillon auftreten. Na, andermal. Nein. Geh wohin? Den Jungs wird es bestimmt leid tun, wenn nichts daraus wird. Bleiben Sie. Fangen Sie an. Was heißt anfangen? Na, spielen. Entschuldigen Sie, aber sagen Sie mir, vor wem wir spielen sollen. Wo sind die Zuhörer? Ohne Sie hat ein Konzert doch gar keinen Sinn. Und wer ist das?
Die schlafen doch. Und wenn schon. Gute Musik hört man sogar, wenn man schläft. Sie haben Ihren Befehl, also führen Sie ihn aus. Aber Genosse, Sie reden Sie nicht lange. Kommen Sie runter. Was sollen wir spielen? Spielt doch irgendwas Grusinisches. Könnt ihr das? Das bin der Artillerie und ich bin natürlich. Gut. Warum nicht? Sollen wir? Ja, fangt an. Eins, zwei. Was machst du denn da, Vater? Was ich mache? Ich vertreibe mir den Schlaf. Versuch's auch mal. Jetzt kriegt Hitler ein paar schwere Brocken aufs Dach. Strafe des Himmels kommt über ihn. Was kommt über ihn? Geschieht ihm ganz recht, diesem Hundesohn, diesem Hitler. Nazar, Kabatschenko, Lobov, Macherei Spieli, Flankensicherung, los! Zu Befehl, Flankensicherung. Offenes Gelände,
seid vorsichtig. Kommt! Na, hast du was gefunden? Das ist die Erde. Gute, fette Erde. Darauf wächst du. Sie haben uns sicher gesehen. Diese Hunde. Hör mal. Nikolka, warum hörst du denn nicht zu? Hier, der Herr sagt, nutzt den Tag, sagt er. Es wird Zeit, sagt er. Verstehst du? Ja, er ist schon da. Der Frühling ist gekommen. Da müsst ihr fleißig sein und... Sehen. Ja. Nein, falsch! Was muss man zuerst machen? Pflügen. Richtig. Zuerst pflügen. Ja, das ist es. Verstehst du? Zuerst muss man pflügen. Und dann sehen. Pflügen, sehen. Pflügen, sehen. Nikolka, komm mal her, schnell! Wir sind schon da, wir sind an der Grenze! Hier, Nikolka! Sieh mal, da steht's! Die Grenze! Hättest du gedacht, dass wir schon so weit sind? Nein! Nikolka, wir sind da! Kovatschenko! Hierher! Bist du verrückt? Wie kannst du so schreien? Ich schrei ja gar nicht, ey. Ruhig. Hierher! Kommt her! Schnell! Hier! Genosse Sergeant, gestatten Sie zu melden. Wir haben die Staatsgrenze der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erreicht. Wollen wir? Ja, wir stellen ihn wieder auf. Ja, dann los, Jungs. Hoch! Hurra!
will er hin? Vater! Gott, Herz! Da ist er, mein Junge! Da steht's! Als Erster waren hier die Panzer des Oberleutnants Maharashvili! 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 Gott, mein Junge! Wir müssen weiter! Mein Sohn, er ist ein tapferer Bursche. Maharashvili, das ist er. Ja. Nun komm schon! Wir freuen uns mit dir! Geht ja gleich weiter! Los, Vater! Maharashvili! Ihr seht doch! Los, komm! Das ist Gott, mein Sohn! Versteht ihr? Ich habe ihn gefunden! Er ist hier, ganz in der Nähe! Was ist das für ein Junge? Ich habe meinen Jungen gefunden! Wie kommen denn hier Weinstöcke her? Und dass er hier so gut gedeiht, beinahe wie zu Hause. Dich machen wir fest. Und du? Das gibt's aber nicht. So. So kräftige, schöne Stöcke. Und niemand kümmert sich um euch. Söhnchen. Ich. Bei der Armee ist es Vorschrift, dass man sich mit dem Namen anredet. Oder mit dem Dienstgrad. Ich bin Sergeant. Gestatten Sie mir eine Frage, Genosse Sergeant. Ja, bitte. Also hör zu, Freundchen. Die Sache ist nämlich so. Mein Sohn ist hier irgendwo in der Nähe. Ich suche ihn. Ist bei den Panzern. Wie heißt er? Maharashvili. Goderzi, so ein großer, hübscher. Dienstgrad? Hä? Ich meine, ob er Soldat oder Offizier ist. Leutnant? Nein, so einen kenne ich nicht. Nein? Der Wendemechanismus ist einreguliert. Soll ich gleich eine Probefahrt machen? Nein, komm raus, das mache ich selbst. Vielleicht kennt er ihn. Hör mal, kannst du mir nicht helfen? Ich suche meinen Sohn. So? Er ist bei den Panzern. Und wie heißt er? Maharashvili, Goderzi. Wie? Goderzi Maharashvili. Nein, den kenne ich nicht. Du auch nicht? Ah. So ein großer, hübscher. Hübsch sind wir hier alle. Ja, das stimmt. Na gut. Ach, ich habe dir etwas Falsches gesagt. Er ist Oberleutnant. Hä? Kenne ich nicht.
So einen gibt's hier nicht. Gibt's nicht. Warte! Halt! Halt! Was machst du? Halt, hab ich gesagt! Bist du verrückt geworden? Du läufst mir direkt vor den Panzer! Wer ist verrückt? Du oder ich? Was hast du gemacht? Da! Siehst du denn nicht, dass das Weinstöcke sind? Na und? Grünschnabel! Was erlauben Sie sich? Weg da! Sie haben den Befehl eines höheren Dienstgrades auszuführen! Sergi, schaff mir den Alten vom Hals, sonst garantiere ich für nichts! Hier werde ich's zeigen! Die schönen Weinstöcke! So, geh jetzt weg! Geh du lieber weg, hörst du? Verschwinde! Bist du taub? Und ihr werde ich... los! Jungs, hierher! Komm her, Bürschchen. Komm nur her! Komm ruhig her und sieh, was du angerichtet hast! Für nichts und wieder nicht zusammenzuschlagen! Na aber... Für nichts und wieder nicht dazu... Hast du keine Augen im Kopf? Das hier sind Weinstöcke! Ein paar Meter weiter ist dein Weg, warum fährst du den nicht lang? Hast du nicht gesehen, was sie bei uns angerichtet haben? Natürlich habe ich das. Und du? Was bist du? Bist du etwa auch ein Faschist? Komm mal her, du. Da, deutsche Kinder. Na los, schieß! Schieß doch! Was redest du denn da? Ich bin doch kein Faschist. Aber die Weinstöcke hier, die tun dir nicht leid, was? Verstehst du nicht? Die leben doch auch. Glaubst du, ihnen tut es nicht weh? Du hast sie nicht gepflanzt. Hast ihr nicht gepflügt. Du kennst nur eins, die Trauben, weil du sie gern isst. Bist so ein kräftiger Kerl und hast noch nie einen Baum gepflanzt. Und was machst du hier? Zerstörst einen Garten. Schämst du dich nicht? Nun ist es aber genug, Alter. Nimm den Mund nicht so voll. Jetzt ist Krieg und du kommst uns mit so etwas. Fahr zurück. Fahr mit deinem Panzer zurück. Na los, Mischa. Fahr zurück. Vater? Hm? Du bist so nachdenklich. Ich bin wohl nur müde, Genosse Sergeant. Wenn man so lange fährt. Ich habe gerade überlegt, ja, wie mein Junge wohl inzwischen geworden ist. Goderzi. Er war so gut. Haben sich die Deutschen festgesetzt. In der dritten Etage sind unsere. Ihre Kompanie hat die Aufgabe, das Gebäude zu besetzen und unsere zu befreien. Zu Befehl. Kompanie vorwärts! Hurra!
Stock sind unsere. Passt auf, dass wir nicht die eigenen Leute treffen. Im dritten Stock sind unsere, Georgi. In ein paar Minuten sind wir bei euch. Na, wenn du es sagst, Nikolka, dann wird es ja stimmen. Hey, was gibt's Neues bei euch da unten? Bei uns ist schon Frühling. Achtung, Achtung. Um unnützes Blutvergießen zu vermeiden, fordert die Führung der Sowjetarmee, die in der Stadt und in verschiedenen Gebäuden eingekreisten deutschen Soldaten und Offiziere auf, die Waffen niederzulegen, weiße Fahnen zu hissen und sich zu ergeben. Die Sowjetarmee garantiert allen Leben und Sicherheit sowie ausreichende Ernährung. Allen Kranken und Verwundeten wird medizinische Hilfe zuteil. Dieses Ultimatum läuft 2 Stunden. Ich wiederhole, Achtung, Achtung! Um unnützes Blutvergießen zu vermeiden, fordert die Führung der Sowjetarmee, die in der Stadt und in verschiedenen Gebäuden eingekreisten deutschen Soldaten und Offiziere auf, die Waffen niederzulegen, weiße Fahnen zu hissen und sich zu ergeben. Die Sowjetarmee garantiert allen Leben und Sicherheit sowie ausreichende Ernährung. Allen Kranken und Verwundeten wird medizinische Hilfe zuteil. Dieses Ultimatum läuft 2 Stunden. Alle, die sich in diesem Zeitraum nicht ergeben haben, laufen Gefahr, sinnlos zu fallen. Das Ultimatum hat begonnen. Es ist jetzt 23 Uhr und 30 Minuten Moskauer Zeit. Am 14. April 1945. Feuer einstellen! Die haben es wohl nicht verstanden. Sie schießen immer noch weiter. Feuer einstellen! Nikolka! Was machst du denn, Junge? Feuer einstellen! Aufhören! Wenn ich wieder zu Hause bin, gibt's für mich nur eins. Ich lege mich hin und schlafe. Schlafe, schlafe. Weißt du, was ich mache? Ich schreibe vorher nicht, dass ich komme. Ich bin da wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Unser Hof, weißt du, hat 2 Eingänge. Einen von der Straße und einen vom Garten. Und durch den schleiche ich mich heimlich rein. Es ist aber gar nicht so leicht, sich von Jura zu verstecken. Meine Schwester hat Augen wie ein Luchs. Das Mädel sieht alles. Bist du Grosinia, du Sänger? Ja, das bin ich. Und woher kommst du? Ha? Aus Gudaczany. Godelci!
endlich! Kadazi! Wer bist du? Dein Vater, Georgi Macharaschwili! Dein Vater! Endlich habe ich dich gefunden, mein Junge! Wo kommst du, Vater? Was? Was hast du gesagt? Red doch lauter, mein Junge! Wieso bist du hier? Wie bist du hierher gekommen? Das werde ich dir erzählen! Wart's doch ab! Alles werde ich dir erzählen, alles! Was sagst du dazu? Ich habe meinen Jungen gefunden! Er ist da oben, ganz nah! Godelzi! Vater, ich kann's noch gar nicht fassen! Sei vorsichtig! Diesen Hunden kann man nicht trauen! Beug dich nicht so weit vor! Wie geht es, Mutter? Es geht ihr gut, mein Junge! Sie hat es mir geschrieben! Kannst du selbst lesen? Mein Gott, Erzi. Ich habe ihn endlich gefunden. Er ist im selben Haus. Mein Gott, Erzi. Gott, Erzi, was ist? Hey! Hier, Vater! Sei vorsichtig! Pass auf dich auf. Denk an Mutter. Du weißt, nur noch kurze Zeit. Und dann... Was ist mit deinem Panzer, mein Junge? Abgeschossen, hier vor diesem Haus. Wozu brauchst du ihn denn noch? Was sagst du? Der Krieg ist sowieso bald zu Ende. Sehr bald. Ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern. Bestimmt nicht. In einer halben Stunde läuft das Ultimatum ab. Da haben sie sich eingenistet. Und lassen einen Vater nicht zu seinem Sohn. Vater! Ja, hier bin ich, mein Sohn. Was meinst du? Ob es jetzt auf dem Alasani regnet? Es gibt nichts Besseres als einen Frühlingsregen. Da hast du recht. Was macht der Wein? Mit einer Rebe hast du einen glücklichen Griff getan. Sie gibt einen guten Wein. Mutter und ich haben ihn schon probiert. Deckel! Verderbt sie! Hey! Er antwortet nicht. Was ist? Sie fangen tatsächlich wieder an. Verderbt sie! Macharaschwili, hinlegen! Leg dich hin! Godelzi, wir kommen! Godelzi! Godelzi! Ihr Hund! Aasbande! Godelzi! Mein Gott. Godelzi.
verderbt sie. Mein Junge. Was soll ich nur deiner Mutter sagen? Als erste die Panzer derselben der Sowjetunion, Oberleutnant Macharaschwili.